Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Creators of Ava. Ja, so als kleine Info. Ich habe das wirklich noch gemacht und ich habe es auch zeitlich tatsächlich noch geschafft. Ich habe im Dschungelbereich noch ein paar Sachen gemacht, aber wie ihr sehen könnt, leider nicht alles. Also ich bin jetzt auch auf diesen Spielstand, den ich halt privat jetzt nochmal nachgeholt habe, habe ich auch weitergemacht. Ich habe leider ein Windspiel nicht gefunden. Ich bin überall, wo wir gewesen sind und habe versucht, noch neue Sachen zu finden. Allerdings habe ich da nichts mehr gefunden. Überall war ich nochmal genau nachgucken, habe nach den Windspielen gesucht, nach dem letzten Rauchfass oder nach 4 Antares-Statuen. Ich habe nichts davon gefunden. Gut, die 2 permanenten Aufrüstungen, die hätte ich zwar auch gerne noch gehabt. Wahrscheinlich hätte ich die bekommen, wenn die Tiere nicht alle weg gewesen wären. Deswegen, ja, kleiner Tipp an euch, halt nicht die Tiere mal direkt wegschicken. Ich kann das nur noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Und wie ihr seht, hier an dieser einen Stelle, da habe ich halt noch 2 von diesen fliegenden, ich sag mal, von diesen Käfern übrig und 2 von diesen Pferdekreaturen. Und ich habe sie ums Verrecken nicht gefunden. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, na komm, ich bin ziemlich sauer, dass ich halt die 100% jetzt gar nicht mehr kriegen kann. Aber ich höre jetzt einfach mal auf und mache so weiter. Das nur schon mal vorweg, damit ihr das auch, ja, wisst. Und als letztes haben wir gesagt, dass wir mit Nima sprechen. Hey! Mhm. Starkbein, hast du deiner Freundin von unserem Plan erzählt? Nein, nicht so richtig. Aber sei ehrlich zu mir, Nima. Wird deine Idee funktionieren? All unsere Hoffnungen auf den Nafitar setzen? Denn in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass nichts, was ich tue, diesem Planeten wirklich helfen wird. Hä? Oh, verstehe. Du steckst in einer menschlichen Krise. Vielleicht. Hör zu, du hast bereits vielen von uns geholfen, Starkbein. Und du hast ganz sicher mir geholfen. Danke, Nima. Aber Tabitha will die Sumpfkreaturen. Wir stehen unter Druck. Und dein Plan für das Welken. Ich weiß nicht, ob ich noch Zeit für beides habe. Naja, du weißt, was die Menschen über Avas Dämmerung sagen. Weißt du was? Du hast recht. Danke, Nima. Du bist ein guter Freund. Ja, das bin ich. Und gar nicht eingebildet. Bekommt der Maruba-Sumpf also Besuch? Nein. Er bekommt ein paar Archäologen. Nima hat sich weggeportet. Wo ist er denn jetzt? Ey, du Hund, bleib hier. Finde das Sumpftor. Oh, da weiß ich, wo das ist. Das habe ich... Ach, ich Mann, wo drücke ich immer drauf? Hier bin ich nämlich schon mal gewesen, als ich hier schon mal ein paar von den Tieren wegschicken wollte, hier aus der Umgebung. Das habe ich nämlich auch vergessen noch zu sagen. Da habe ich tatsächlich die Kreaturen hier unten nicht wegbekommen, weil ich weiß zwar, wo dieses Ding ist, um die wegzubekommen. Und ich weiß auch, wo die sind, aber ich kriege die einfach nicht dahin. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, dass wir da nur hinkamen. Ah ne, hier ist das Wasser. Ich glaube, dass wir da nur hinkamen, indem wir dem Weg gefolgt sind. Dieser Staubsaugerroboter ist immer noch so geil, der hier steht irgendwie. Ja, und wie gesagt, was mich halt wurmt, ist, dass man jetzt gar keine Möglichkeit mehr hat, diese 100% zu kriegen. Moment, ich wollte gerade sagen, ich laufe doch jetzt gerade komplett in die falsche Richtung. Ich muss eigentlich dem Weg folgen? Ja doch. Und dann diesen großen Bogen nach links, genau. So eine Art habe ich das auch noch in Erinnerung. Hier vorne waren nämlich auch noch ein paar Kreaturen, die habe ich direkt noch mitgenommen. Ah, jetzt kommen wir von dem Bereich aber auch wieder keine Pflanzen holen, ne? Oh. Gehen wir mal hier runter. Das ist doch blöd. Ich würde die ja alle wegwerfen, aber dann denke ich immer, man kann die halt noch gut gebrauchen. Ja, ich glaube, ich hatte eine Pflanze, die ich in einem Dschungelbereich hatte, also gefunden hatte,
aber nicht mitnehmen konnte, weil es einfach, ja, einfach kein Platz mehr da war. Hier habe ich auch gesehen, die saß, glaube ich, zuletzt hier irgendwo. Die saß hier mitten in den Wurzeln, die alte Dame, die hier sonst immer ist. Moment, wo müssen wir jetzt genau hin? Dahin, ne? Also, ich habe das so gemacht, ich bin hier links reingegangen und dann einfach nur dem Weg gefolgt. Und dann kam man da oben aus. Und dann habe ich nämlich hier diese Seilbahn dadurch freigelegt. Das nur für euch zur Info. Dann kann man da irgendwo aus, glaube ich. Ach so, jetzt muss ich das wieder machen. Moment, so. Alter, ich habe gerade auf dich geklickt. Wieso funktionierst du nicht? Weil ich zweimal drücken muss, oder was? So. Da links ist übrigens noch ein so ein Ding hier zum... So ein Räuchergefäß. Bist du bereit, das Tor zu durchqueren? Ah. Sicher doch. Natürlich. Oh Mann. Deine völlig offensichtliche Nervosität ist nicht gerade ermutigend, weißt du? Ja, ich weiß. Dann reiß dich zusammen. Gehen wir. Got it. Vic? About earlier. It's fine. I've got to go. There's a lot on this list. Ah, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Wir müssen das irgendwie anders machen. Ich muss den ganzen Kram am besten, den ich im Inventar hab, loswerden. Moment, wie viele Pflanzen waren das jetzt hier? Das war das mit dem Foto. Wir sind jetzt im Sumpf, ne? Das sind 5 Pflanzenarten. 5 Pflanzenarten. Momentan. Finger von Palia. Das hört sich auch irgendwie komisch an. Gut, Moment. Die sind auf jeden Fall... Wähle Gegenstand... wieso kann ich den nicht... Ich konnte den noch irgendwie fallen lassen. Gegenstandsoption... Ne, Moment. A. Wegwerfen. Macht er das, wenn ich... Achso, okay. Das ist zwar... Nee, das ist der linke. Okay. Ja. Dann das hier ist auf jeden Fall auch von da. Das werfen wir auch weg. Da bin ich mir nicht so sicher. Das Problem hatte ich halt eben auch schon im Dschungel, ne? Lucha-Stängel, ich glaube, das war auch von da. Ich werde jetzt einfach rigoros alles wegwerfen. Es ist mir sowas von egal jetzt gerade. Pangaras Baumwolle, das war auf jeden Fall vom Dschungel. Das Ohr war auch vom Dschungel. Das war auch vom Dschungel. Wo stehe ich jetzt gerade drauf? Da... Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht vom Dschungel war. Ach, und die schmeiße ich jetzt weg, komm. Dann habe ich 2, 4, 5, 6. Nee, 5 waren es, glaube ich. Habe ich jetzt frei. So, Pflanze entdeckt. Weil ich muss die ja auch entdecken und alles. Und ja, es ist halt doof, ne? Ich behaupte mal einfach, wir werden schon noch genug kriegen. So. Ach so, Moment, da könnte ich auch mal kurz drauf gucken. Avapedia. Pflanzen. Ja klar. Da hätte ich nachgucken können. Aber egal. Ich meine, ich wollte es jetzt auch nicht noch länger machen, als es ist. Da war noch was. So, ich hätte das viel früher machen sollen. Aber ich habe ja zur Not zugegebenermaßen...
Was mache ich denn hier für ein Quatsch? Ich habe ja zur Not auch noch meinen meinen Spielstand den gespeicherten. Kann ich da nicht irgendwie durchschießen oder so? Weil das sah so aus, als ob da drin eine Blüte wäre. Ich hätte mir ja eben was angezeigt. Naja. Dieses kenne ich nie mal. Was bedrückt dich? Nichts. Ich dachte nur, ich würde... Vergiss es. Wir haben zu tun. Ja, ich sollte den Hirten dieser Region finden. Bestimmt verlangt er irgendeinen verrückten Gefallen. Ich schwöre, wenn ich Frösche für einen Tee sammeln muss oder sowas, werde ich... Ich kann dir das Sumpflied beibringen. Was? Echt jetzt? Ja, es ist ziemlich einfach. Wirklich. Ach, du heiliger Zart. Mhm. Was? Mhm. Du stammst aus den Sümpfen. Nun ja, deshalb bist du so verschlossen, was diesen Ort angeht. Du bist ein Sumpfwesen. Hm. Nein, ich meine, ja, ich bin Marubalan von Geburt, aber ein Moorwanderer. Hey, willst du jetzt das Lied des Nebels lernen oder nicht? Das erklärt so vieles. Also gut, mein süßer Sumpfling, bring mir deine Moormelodien bei. Ich wusste, es gibt Ärger, wenn ich herkomme. Ich bin sicher, dass es so geht. Es ist eine Weile her. Klar, natürlich. Du hast ja gesagt, die Tore sind verschlossen seit... Oh. Du solltest jetzt den Sumpf Weisenstein suchen. Er befindet sich hinter dem Dorf Lanlania. Aber darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich verspreche, dass es nichts Verrücktes ist. Schieß los. Wenn du durch Lanlania kommst, könntest du nach Trilo fragen und denen diesen Brief überreichen. Denen? Wer ist Trilo? Niemand. Ich meine, jemand. Überbring einfach den Brief, ja? Ja, sicher. Ich werde dafür sorgen, dass dieser jemand ihn erhält. Okay, also mein erster Gedanke war jetzt, das ist seine Freundin oder zumindest jemand, den er ganz toll oder die er ganz toll findet halt. Der zweite Gedanke, das könnte vielleicht die Mutter sein. Huch, habe ich mich jetzt erschrocken. Links war auch noch was. Ist alles möglich. So, haben wir hier noch was? Nee. Muss ja jetzt wieder meine Vorräte auffüllen, ne? Gar nicht, okay. So, das ist der Weg runter. Ne, da geht's auch nicht mehr hoch, ne? Da ist auch nichts mehr in der Ecke. Ja, das habe ich leider auch schon bei uns gesehen. Im normalen Grasland heißt das, glaube ich, Gebiet. Was ist denn da hinten drin? Das habe ich noch nicht gesehen. Aber dieses Gebiet, dass das so... Ah, okay. Müssen wir später noch was mit machen, nehme ich mal an. Diese roten Dinger, das ist irgendwie was Giftiges. Wenn man da reingeht, dann kriegt man nämlich Leben abgenommen. Ich möchte euch das jetzt ehrlich gesagt nur nicht zeigen. Das tut nichts, oder? Ich möchte euch das jetzt ehrlich gesagt nur nicht zeigen, weil ich ja jetzt... Ich habe zwar noch Tränke, aber, ne? Da haben wir jetzt die ganzen Sachen alle nicht mehr da. Auch wenn wir die jetzt theoretisch machen können. Moment... Kein Platz in deinem Inventar. Wieso habe ich jetzt keinen Platz? Es sind doch zwei Plätze frei. Hä? Ach so, oder ist das, weil ich zu viele von den... ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich habe... Hallo? Halt 37. Verhindert das Verringern von Ausdauer. Erhöht... Die maximale Gesundheit lässt sie mit der Zeit regenerieren. Halt 37.
würde ich sagen, werfen wir die auch weg. Finde ich nicht gut. Gut. Habe ich da jetzt immer noch keinen Platz? Willst du mich jetzt hier? Jetzt habe ich die extra weggeworfen und habe keinen Platz dafür, oder was? Boah, ihr könnt mich doch mal. Das ist aber jetzt echt fies. Oh, was seid ihr denn? Ja, was seid ihr denn? Hallöchen. Mach doch mal eins, was dann auch gilt. Dreh dich mal um zu mir. Komm. Nimmt er das jetzt an? Bin mir nicht sicher. Was war? Oh Gott. Hallöchen. Ja, ich will euch streicheln. Komm mal her. Ich bin im Boden versunken. Wortwörtlich. Aber komm mal her. Muss das so sein, dass man im Boden versunken ist? Moment, wir machen das nochmal von hier aus. Ja, man muss gar nicht im Boden versunken sein, ne? Ah, ihr seid so niedlich. Was ist das denn? Prähistorische Tiere, Dinosaurier oder was? Was könnt ihr denn? Unbekannte Fähigkeit. Alter, ist da ein Wumms dahinter? Frage ist, kann der irgendwo drüber... Ach, da hinten muss nämlich auch was. Mal gucken. Ah, nee, der greift an. Und wie soll ich das hinten dann machen? Moment. Hier können wir rüber. Jetzt muss ich aber erstmal schauen. Kannst du damit auch was machen? Springen? Ah, oh, ihr könnt springen! Ah, oh, es ist cool! Moment, das muss ich auch machen. Greif an! Böser! Genau, böse Brücke. Was bist du? Oh! Oh, scheiße. Nein, ich habe ihn getötet. Oh, oh. Oh, oh. Hallo, ich habe dich getötet. Scheiße. Ach, das ist wieder hier. Oh, ein Glück. Ein Glück, okay. Kommt mal mit, ihr beiden. Ich mache so einen Blödsinn auch nicht mehr. Hier muss ich noch Sachen... Ach so, ihr... Mensch. Du greifst mich jetzt nicht an, wenn ich hier rüber... Achso, ich kann ja gar nicht rübergehen, glaube ich, ne? Moment, da müssen wir das anders machen. Kommt mal her, ihr beiden süßen Knüffelchen. Ihr springt mal hier rüber. So, genau. Batman ist da. Ah, da hinten sind noch andere. Ich hoffe mal, dass die dann... Okay. Dann nehme ich dich. Moment. Nein! Hä? Habe ich was verpasst? Ich wollte euch beide eigentlich darüber. Aber die können doch nicht an diesem Ding vorbei. Oder kann der... Moment. 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 Ich muss mal eben was ausprobieren. Kannst du, kleiner Knuffel, dahin? Ein komischer fliegender Elefant. Der ist giftig. Aber er ist doch so süß. Komm mal her. Oh Gott. Hallo, du knuffelst irgendwas. Ich weiß, du bist gar kein Elefant, aber du siehst, du hast einen großen Stachel. Die ist schon ein bisschen gefährlich. Oh, schon ein bisschen gefährlich, aus, aber irgendwie auch süß. Du bist ein süßer Knuffel. Komm mal her. Gucken, ob du das... Ah, guck mal, du kannst das machen. Stachelattacke. Das hat er alles dreckig gemacht hier. Okay. Kannst du... Da hinten kannst du noch was machen. Machen wir das doch mal vorher. Dreckige Stachelattacke. Ja. Oh, ihr seid auch dreckig. Hallo. Hallo, du. Ja, du mich auch. Kann ich doch nichts dafür, dass du noch nie deinen Kaffee heute noch nicht hattest. Hier sind auch noch mal welche. So ein paar dreckige Kerle hier. Das sind die voll. Ach, das ist sogar beides. Okay.
Muss ich da hinten? Kann ich da hinten noch was machen? Oder muss ich dann mit jemand anderem da rum? Ich befürchte nämlich, dass der... Ah ja, hier kann er... Schade, hier kann er nicht mal weiter. Na gut, aber da sind ja noch genügend andere. Jetzt ist nur noch die Frage. Ah, ich habe einen so ein Ding gehört. Nur noch die Frage, wie kriege ich den jetzt wieder zurück? Wo bin ich überhaupt hergekommen? Bin ich hierher gekommen? Ich glaube ja, ne? So, Moment. Dann bleibe ich hier. So. So, kommt mit, ihr Knuffels. Einmal hier rüber. Ja, du auch. Komm mit. Ah, ihr seid so niedlich. Ich würde euch am liebsten hier behalten, aber es geht leider nicht. Tschüss. Okay. Moment, da war ja noch was auf dem Weg. Das hatte ich nicht eingesammelt, weil ich, glaube ich, mit der Flöte im Spielen war, ne? Aber die haben wir noch nicht. Also sprich, das müsste auch was Neues dann sein. Logisch, wenn wir das noch nicht hatten, ne? Oder? Hat jetzt nicht gesagt, ich habe was Neues gelernt. Habe ich das drinnen schon gehabt? Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Oh, was bist du denn? Sekundäre Sumpf? Ach, da geht's hoch. Ja, dann wagen wir doch mal eben... dann wagen wir doch mal eben einen Blick. Sehr schön. Okay, machen wir erstmal an. Mr. Hamilton, ihr wisst Bescheid. So, das ist voll... Das nehmen wir direkt mit. Das ist nur zum Herstellen, aber da hat sich noch nichts geändert, ne? Nö, da steht immer noch kein Platz, warum auch immer. Obwohl ich das alles so schön frei gemacht habe extra. Super. Ach ja. So, hier wäre der Teleport. Sonst haben wir hier nichts zum Einsammeln oder so vielleicht. Hallo Spiel, warum hakst du gerade so? Hallöchen. Das dritte Ausdauerpaket ist da. Hier geht's auch nochmal rum. Ach, da unten ist was. Okay. Ich wollte aber eigentlich erstmal kurz hier oben gucken. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier anfangen soll. Hier ist so viel. Hallo Kleiner, dich kriege ich auch noch. Komm her, mein kleiner Krümmel. So ist brav. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Alter! Hey, was bist du denn? Hä? Der mag mich anscheinend. Keine Ahnung, was das ist. Hallo. Hallo, guten Tag. Da muss ich ein Bild von machen. Der sieht irgendwie gruselig und knuffelig zugleich aus. Ja, was kannst du denn? Ja, wer bist du denn? Ja, wie kannst du mir denn helfen? Gar nicht, nehme ich an. Moment, der... Kann er hier... Ach so, hier kann er auch durch. Moment. Aber er kann nichts machen, oder? Da hinten ist auch noch einer. Oh, von dir muss ich noch ein Bild machen. Fällt mir gerade ein. Alter, die hören sich aber auch gefährlich an. Ich habe mich so dermaßen erschrocken, weil der auch so groß ist, ne? Boah. Komm raus. So, sehr schön. Wie ist das mit der... Achso, hier. Ah, okay. Okay. Die Frage ist, wir können dich jetzt hier nirgendwo hinbringen, ne? Gucken wir mal eben. Alter, was ist denn da unten los? Ich würde eigentlich erst die andere Seite machen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hier als erstes hingehen soll, wenn ich jetzt ehrlich bin. Oh.
Gut, da unten soll ich eigentlich hin, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich habe hier viel zu viel andere Sachen gerade noch zu tun. Das ist eine Station, aber das sieht nicht so aus, ob man da irgendwie weiterkommt. Aber ihr seid gut, oder? Nee, ich habe nicht aufgepasst, tut mir leid. Ach so, bei dem. Oh. Die sind nicht alle so einfach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hallöchen. Du sollst mitkommen. Nicht abhauen. Kommt mal alle mit nach da unten. Hallo, du auch. Ja, dann hole ich dich gleich ab. Ah, Moment. 35. Hallöchen. Kommt ihr mit? Na, kommt ihr mit? Auf jeden Fall wollen sie tanzen. So viel habe ich gesehen. Weiß aber nicht, ob die mitkommen. Ach, da ist was drin. Moment. Kann man irgendwo... Irgendwo springen oder so? Moment, ich guck erstmal mit dir. Weil du kannst ja auch hochfliegen. Aber du kannst hier nichts machen, ne? Moment, da hoch. Wie ging das nochmal? RB. So. Aber er kann damit nichts machen, oder? Das können die anderen. Die können dann da... Wie kriege ich das hier unten denn dann weg? Moment, Moment, Moment. Wir wissen auch noch nicht, was ihr könnt, ne? Könnt ihr vielleicht hier unten irgendwas... Ja, lauf doch mal weiter. Komm. Könnt ihr vielleicht irgendwas... Also damit wahrscheinlich eher nicht. Ja, die können nur irgendwas zerstören, so in der Umgebung, ne? Aber anscheinend auch nicht die Pflanze hier. Ach, der hätte jetzt auch gemerkt, dass ich hier am Rumtrödeln bin. Also nicht am Rumtrödeln, sondern am Rumtröten bin. Moment, welchen von euch habe ich jetzt? Bist du das? Ja. Die Frage ist, wie kommst du da hoch? So schon mal nicht. Muss ich an euch vorbei... Ah! So, Moment. Das machen wir erstmal. Das können wir dann theoretisch aufmachen. Nee, du sollst das Ding benutzen. Achso, mit Y. Ich bin auch wieder clever heute. So, das können wir noch aufmachen. Die Frage ist dann nur... Ich meine, dann komme ich zwar hier weiter, aber wie kommen die Tiere dann weiter? Bin ich doch wieder... Nee, ich bin nicht unten. Da springt er runter. Ach so, das ist hier... Also gut, die könnten wir dann theoretisch da hinten... Das ist doch eins hier, oder? Damit springe ich wieder runter. Die Ebene hatte ich auch. Aber wie kommen die dann... Also die kriege ich zwar da... Ah nee, da hoch muss ich auch gar nicht. Da war auch noch nichts Grünes, ne? Pass auf. Dann guck ich jetzt erstmal... Bleibt mal alle hier stehen, bitte. Guck ich jetzt erstmal, dass ich hier hochkomme irgendwie. Ja, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Der macht dann hier das Ding mit dreimal oder sowas kaputt.
also gibt das frei. Dann dürfte da wahrscheinlich der Roboter drin sein. Jetzt habe ich den einen natürlich clevererweise oben stehen lassen. Das war jetzt richtig intelligent. Obwohl, ich glaube, der ist wieder nach unten zurück, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, das war sogar nur zweimal. Ach, guck mal. Was? Ich habe gar nicht... Fast. Kommt ihr denn noch mit? Ihr habt das so schön gemacht. Im Gegensatz zu mir. Alter. Kommt der zweite auch? Ja. So. Okay. Da war noch was. Nicht hängen bleiben, bitte. Eieiei. Ich gucke jetzt auch schon wieder auf die Uhr. Wir dürfen auch nicht so lange überziehen hier. Ach so, ich hätte da hinten noch was mit dem machen können. Natürlich. Habe ich mal wieder übersehen. Ja. Da konnte jetzt aber auch keiner von denen hochlaufen, oder? Ah! Alter! Jetzt habe ich es mal gewusst und konnte es... Moment, den großen habe ich fotografiert. Doch, die habe ich alle fotografiert. Und konnte es aber nicht machen. Mit dir war ich auch schon in der Elversicht drin, genau. Bin jetzt gerade überlegen gewesen. Jetzt habe ich mal dran gedacht, konnte es aber nicht machen, weil ich hier irgendwie zweimal abgerutscht bin mit dem Ding. Das ist auch immer blöd. So, was ich aber in dieser Folge auf jeden Fall mit euch nochmal kurz machen werde, ist hier unten nochmal reingucken, falls ich denn da rumkomme, heißt das? Doch. Ich muss zugeben, das Wasser sieht hier nicht so einladend aus. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Also klar, ja gut, das könnte ich noch holen. Da drauf, nehme ich an, oder? Und die Dinger muss ich noch einsammeln. Ja gut, da hinten komme ich jetzt nicht so einfach hin. Ist die Frage, muss ich da hin? Guck mal erstmal hier. Haben wir hier irgendwas zum Anmachen oder so? Das ist erstmal die Seilbahn. Okay. Muss es hier doch irgendwie einen Generator geben oder so? Wenn er jetzt hier hinter wäre, es sei denn natürlich, wir kämen jetzt irgendwie da rein. Machen wir uns das erstmal. Kommt man da hoch? Moment, weswegen hat die jetzt hier... Ah, das... Okay. Aber von da konnte ich es doch so gut sehen. Achso, geht nur um den Weg. Von mir aus. Aha. Ja, das dachte ich mir schon. Dann ist das nämlich diese... Das sind das nämlich dieses Datum, die man hier finden kann. Das heißt, eine ist da, wo ich so nicht einfach so rankomme. Aber das heißt auch gleichzeitig...
dass es von dieser Seite aus keinen wirklichen Weg da rein gibt, ne? Ah, da kann ich mit der Seilbahn wieder hoch. Das Ding sieht mir irgendwie kaputt aus. Nun gut. Das ist dann da auf der Seite, wo ich eigentlich gerne hin möchte, aber nicht hin kann. Und hier werde ich nicht hinkommen, genau. Das ist hier. Ich weiß nicht, ob man da tatsächlich noch rankommen kann von irgendeiner anderen Seite aus. Hier unten war ja alles zu, ne? Da konnte ich auch nicht klettern oder so. Nee. Mysteriös, mysteriös. Da müssen wir... Achso, jetzt laufe ich gerade wieder runter. Da müssen wir auf jeden Fall... Ja, vielleicht in der nächsten Folge mal schauen, ob wir da was rausfinden können. Hier wissen wir auf jeden Fall, dass wir da noch hin können. Ich hoffe jetzt nur, dass ich es mir nicht versaut habe, weil ich jetzt hier die... Kann man hier noch irgendwas machen? Auch keine Abkürzung oder so, ne? Weil ich die Tiere schon weggeschickt habe. Ich hoffe, dass das jetzt keinen Unterschied macht. Ich habe hier doch irgendwo auch noch dieses eine gehört. Moment, hier war ich jetzt drin, ne? Das hatte ich aktiviert, genau. Da kann ich theoretischerweise auch abkürzen, hoffe ich mal. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wo ist eigentlich unser Ziel? Das ist quasi geradeaus links. Dann würde ich sagen, oh, dass wir hier vielleicht nochmal kurz ein Foto von machen. Okay, haben wir jetzt als infiziert... Da hinten ist auch noch einer. Ah, komm wieder zurück. Ja, zumindest hat er schon mal angenommen. Ich möchte aber gerne ein schöneres Foto haben. Naja. Ob das jetzt so viel schöner ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe es zumindest, habe ich die beiden jetzt mal hier registriert, dass ich das nicht vergessen kann beim nächsten Mal. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir hier erstmal, weil es jetzt sehr, sehr lange wieder geworden ist, erstmal einen kleinen Cut machen. Und ja, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wie wir das jetzt mit der einen Ecke da lösen können. Ich bin mir sicher, dass da noch irgendein Geheimnis unten hinter ist. Warum wir da keinen Zugang zu haben, weiß ich noch nicht. Aber ich denke nicht, dass das im Laufe der Quest geöffnet wird. Ich denke schon, dass wir das irgendwie selber machen müssen. Wir werden es sehen. In der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!